wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg. Und mein heutiger Gast, mal was ganz anderes, aber es gab ganz viele Wünsche und vor allem Tipps, dass ich gerade diese Person interviewen soll. Die Regisseurin von dem Film, der bald anläuft, Tore tanzt, Katrin Gebbe, ich grüße dich. Hallo, freut mich sehr. Bevor wir zum Film kommen, du bist jetzt überall unterwegs, in der ganzen Welt wird dieser Film behandelt. Wie ist es so, einen Durchbruch zu haben? Ja, das ist lustig, dass du das Wort erwähnst, weil das war tatsächlich so, ich habe ein Atelier mit verschiedenen anderen Künstlern. Und ich habe damals gehört, dass wir immer noch irgendwie in der Auswahl sind in Cannes und habe irgendwie so, man ja eigentlich nicht drüber reden, dachte ich, aber ich musste mit jemandem drüber reden. Ich dachte, ach, sind auch keine Filmemacher, dann erzähle ich denen so ein bisschen was. Und da war eine Freundin von mir und sie ist Afghanin und meinte, du musst dir das ganz genau vorstellen und dann siehst du das alles schon vor dir, wie du da auf der Treppe stehst und die Fotografen, und das habe ich versucht mir dann vorzustellen und das war ein bisschen absurd. Und dann plötzlich am nächsten Tag kriegte ich die Zusage und ich habe sie angerufen und habe gesagt, Mann, du glaubst es nicht, wir laufen in Cannes. Und sie hat genau das gesagt, Katrin, das ist jetzt dein Durchbruch. Und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht begriffen. Also ich glaube, ich habe das Tage später ganz langsam angefangen zu begreifen. Und auch als ich aus Cannes wieder da war, habe ich das noch gar nicht richtig verstanden. Und dann bin ich halt viel gereist und dann meinten die Leute schon, ja Katrin, viel schlimmer wird es auch nicht, wenn du jetzt gestresst bist, weil es ist schon ganz schön weit, also was du jetzt erreicht hast mit dem Film. Und da fing das langsam an, dass ich verstanden habe, was das sein könnte. Und ich persönlich finde das für mich gar nicht so wichtig, dass ich als Mensch irgendwie jetzt öfter mal vor einer Kamera was sagen muss oder so, aber ich finde es ganz toll, dass hat dem Film unheimlich geholfen. Ich habe das Gefühl, wenn wir nicht in Cannes gelaufen wären, hätte es sein können, weiß man natürlich nicht, aber dass das in Deutschland vielleicht gar nicht so toll gelaufen wäre für den Film. Und das ist ja für uns alle, die an dem Film gearbeitet haben, wichtig, aber auch für die Geschichte und nicht zuletzt auch für die wahre Begebenheit, die dahinter steht, dass das irgendwie eine Öffentlichkeit treffen sollte. Und es wäre so schade gewesen, hätten wir die ganzen Jahre umsonst gearbeitet. 4 Jahre habt ihr dran gearbeitet? Ja, 3,5, 4 Jahre, ja. Also unter uns, ich bin erkältet im Moment ein bisschen. Ja, ich auch. Ich habe nachts unter starkem Hustensaft Einfluss den Film mir angeguckt. Also Tore tanzt hört sich irgendwie so an wie I Will Dance, so kleiner Junge will Ballett und so, ist aber nicht. Mhm. Das war ein super heftiges Erlebnis gestern Nacht, diesen Film zu sehen. So, wo fangen wir da an? Was macht den Film aus? Wie würdest du es beschreiben? Das, die Frage hatte ich noch nie. Meistens sagen die Leute mir das, was für sie den Film ausmacht. Weil ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen anders. Und interessanterweise, viele haben sich jetzt an dem Thema Religion zum Beispiel hochgezogen. Also egal, ob man jetzt Atheist ist oder gläubig oder was auch immer. Jeder hat so einen bestimmten Blickwinkel, wenn er den Film gut findet, was er daran gut findet. Ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen und ich glaube, was insgesamt den Film ausmacht, ist, das habe ich auch versucht, einen Film zu machen, der nicht klar eine Seite, einen Standpunkt bezieht, sondern eher Fragen aufwirft und den auch Zuschauer eher motiviert, selber nachzudenken, als ihm mundgerechte Häppchen zuzuwerfen. Ich glaube, das ist die große Stärke des Films, dass der Film halt mutig ist und vielleicht auch ein bisschen provokant und so nicht nur einfach zu konsumieren ist, sondern eben auch ein Stückchen Philosophie ist. Also es ist mir persönlich total wichtig gewesen, dass ein Anspruch da ist. Spannend, dass du das erwähnst. Für mich war das Spannendste, also es geht, ich mach's mal ganz kurz, um einen jungen Jesus-Freak und seine Begegnung mit, wie würdest du es nennen? Ja, einer Familie. Einer Familie. Das ist eine echt schrecklich nette Familie und ja. Die ersten 15 Minuten sind klasse. Und ab dann wird der Film richtig stressig, habe ich so das Gefühl gehabt. Und das ist einfach eine permanent präsente, also für den Zuschauer echt leidenerzeugende Präsenz. Also da hast du einen Protagonisten, wo es dir auch schwer fällt, immer mitzufühlen oder eine Richtung zu sehen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt.
man macht doch so Filme, wo man weiß, das ist der Gute und das ist der Böse. Mhm. Und das ist unmöglich zu sagen in diesem Film, weil je mehr du dir einen Schauspieler da anguckst, umso schwieriger wird es zu deuten. Mhm. Das war eigentlich auch die wichtige Frage, weil also Tore Tanz basiert auf einer wahren Begebenheit oder beziehungsweise ist inspiriert davon. Wir haben uns ja irgendwann auch Freiheiten erlaubt, aber das war das, was mich am meisten geärgert hat. Also am Anfang hatte ich sehr viel Wut im Bauch, die hat mir sehr geholfen, diesen Film zu machen, weil als berichtet wurde über den Fall, der sich tatsächlich mal so ähnlich in Deutschland zugetragen hat, wurde halt das schön einfach verpackt. So, das sind die Täter, die sind sowieso böse und Monster und dumme Menschen, wie auch immer, gierig. Und dann gibt es da noch das Opfer und das ist natürlich behindert und auch dumm. Und dann dachte ich, naja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Und das merkt man ja auch bei diesen ganzen Kriminalfällen, die immer im Fernsehen behandelt werden. Da ist ja offensichtlich ein riesiger Bedarf da. Ich weiß nicht, ob das aus der deutschen Geschichte kommt oder keine Ahnung, dass man immer wieder Verhalten erklären möchte. Und ich glaube, Verhalten ist nicht so einfach zu erklären. Und es ist nicht so, dass wenn man A und B erlebt, dass man automatisch zu einem Täter oder einem Opfer wird, sondern es gibt eben so viele Dinge dazwischen. Und es ist auch gar nicht mehr irgendwann so einfach zu beurteilen, ob jemand wirklich ein Opfer ist oder nicht auch ein Mittäter oder Täter. Und bei diesem Film ist es jetzt so, dass die sich gegenseitig auch eher bedingen. Also erst dadurch, dass Opfer und Täter aufeinandertreffen, werden sie auch erst zu dem, lösen erst die Entwicklung aus bei dem anderen. Ohne den anderen wären sie vielleicht niemals diesen Weg gegangen. Und das fand ich ganz spannend, dass jeder potenziell irgendwo da sich wiederfinden könnte. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man sagt, die blöden Politiker, die fiesen Konzerne, die armen Obdachlosen und so, das sind leichte Dinge, die man leicht erklären kann. Lohnt es sich oder lohnt es sich für Filmemacher, da eben die Brüche zu zeigen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es würde mir schwerfallen, einen Film zu machen, wo ich nichts entdecken könnte oder wo ich nicht das Gefühl hätte, ich lerne jetzt was. 3,5 Jahre schafft man auch nur, wenn man dabei sich irgendwie weiterentwickelt. Und das tut man ja auch. Man wird älter, man macht Erfahrungen, man recherchiert, man hat Inspirationen. Und bei den Politikern interessiert mich das im Übrigen auch, weil ich glaube, viele haben, und das hat man auch manchmal in Interviews schon das Gefühl, viele sind sicherlich mal mit einem sehr guten Anspruch an die Sache rangegangen. Und dann irgendwann vielleicht auch verbittert oder haben schlechte Erfahrungen gemacht, haben gesehen, wie zäh das ist, haben vielleicht wurden ausgestochen oder ich weiß nicht, was einem da alles passieren kann als Politiker. Ich stelle mir vor, dass es da eine ganz gute Bandbreite gibt an Sachen, die nicht gut sind. Sachzwänge heißt das immer. Sachzwänge, ja. Und das finde ich total spannend, weil das ist ja mal das Interessante und auch bei Tore das Interessante, was ist, wenn man ein Ideal hat und wenn man merkt, in der Wirklichkeit ist das schwierig umzusetzen. Das ist was, das interessiert mich total. Ich habe das Gefühl, es ist auch beim Filmemachen so, viele gucken erstmal Filme von Stanley Kubrick und sagen, ich will mal sowas machen, was der gemacht hat, und am Ende landen sie wo ganz anders und sind dankbar dafür, dass sie dafür ein bisschen Geld bekommen. Und was passiert denn mit einem Menschen oder mit einem Werdegang? Das, was man im Leben erlebt, die Menschen, auf die man trifft, wie verändert das einen? Und kann man sich immer noch entscheiden, ist die Frage. Und was ist das dann für ein Opfer? Als Drehbuchautorin und Regisseurin verbringt man noch mehr Zeit mit den Figuren, die man da erschafft, als mit dem eigenen Umfeld, oder? Ich wollte gerade fragen, also mit dem Partner oder so. Das ist wahr. Und das verändert einen auch ein bisschen. Also das ist, glaube ich, wie bei Schauspielern. Man gibt sich in eine Rolle rein und versucht ja so zu denken wie die Figur, weil sonst kann man sie ja nicht schreiben, sonst behauptet man ja was, es fühlt sich nicht richtig an. Und den Fehler habe ich auch am Anfang gemacht. Ich habe erstmal eher von außen natürlich drauf geguckt, aber dann lernt man die Figur kennen, versucht auch zu überlegen, was hat die denn für gute Eigenschaften, wie kommt es denn, dass sie diese schlechten Eigenschaften hat, und über Verständnis hat man irgendwann eine ganz große Sympathie. Und dann habe ich auch schon versucht, also überhaupt nicht so methodisch daran zu gehen, aber manchmal merkt man, dass man eher in so einer Stimmung von Benno ist, dem sozusagen Bösewicht, und dann geht man auch so einkaufen. Oder dann ist man so ein zartes Pflänzchen und will nett zu jedem sein, so ein bisschen wie der Tore, ja, und versucht mal, die Welt mit positiven Augen zu sehen. Und
Und dann irgendwann kommt aber auch der Punkt, finde ich, wo man wieder ins normale Leben zurück muss und auch da eher Inspiration suchen sollte als nur in anderen Filmen oder Büchern. Und das Spannende ist, und das ist auch interessant, weil es als Feedback viel kommt, dass Menschen Leute kennen wie Tore zum Beispiel. Also noch viel mehr als vielleicht Bennos. Und sagen, ich kenne auch so einen Jungen. Meistens ist es tatsächlich dann auch ein Junge, von dem sie dann sprechen. Der hat sowas Ähnliches durchgemacht. Oder da habe ich das Gefühl, dass der vom Charakter so ist. Und dann sieht man wieder, dass es doch im täglichen Leben auch. Und das musste ich natürlich auch machen. Leute viel treffen und kennenlernen. Liegt es an den tollen Schauspielern oder am tollen Drehbuch? Also die... Es war eine Wahnsinnsbesetzung. Also das war das liegt irre. An den guten Leuten, die mit mir gearbeitet haben. Aber natürlich auch am Drehbuch. Also es ist halt so, dass man ohne gutes Drehbuch, glaube ich, und ohne gute Figurenentwicklung findet man noch keine tollen Schauspieler und auch keine gute Casterin, die einem hilft, das zu besetzen. Und in meinem Fall war das so Simone Bär, die das Casting gemacht hat. Die macht auch viele große deutsche Filme und ist eine der besten Casterinnen Deutschlands, finde ich. Und die hat das Drehbuch gelesen. Sie macht einen Low-Budget-Film im Jahr und sie hat gesagt, Katrin, die Geschichte ist super, ich mache das. Und ich glaube, sonst hätte ich sie natürlich auch nicht bekommen. Und sie hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Besetzung. Und sie hat natürlich, wenn sie das Buch liest, eine Idee von einem Film, eine Idee von den Figuren. Und das habe ich auch. Und wir haben dann so einen Weg gebraucht, wo wir zusammen eigentlich so eine dritte neue Vision entwickelt haben. Und das ist dann eigentlich in wenigen Schritten das geworden, was wir jetzt so als Besetzung haben. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir eigentlich ungern mit großen Stars arbeiten möchten. Also da fällt einem natürlich schon der ein oder andere ein, der auch gut die Rolle spielen würde. Aber ich fand jetzt im Endeffekt, dass das nur gut und mutig war, diese Schauspieler eher recht unbekannt zu besetzen. Und ich finde, das fehlt auch manchmal ein bisschen, Leuten eine Chance zu geben hier. Vielleicht lag es wirklich am Hustensaft, aber dieser Benno, ich meine, der war ja kein typischer Hollywood-Bösewicht oder war kein Splatter-Bösewicht oder sonst was. Es war ein Typ in einem Schrebergarten. Mhm. Und dass der mehr, also der hat mich zum Zucken gebracht. Also das heißt, wenn man sich schon bewegen muss, um den Film zu ertragen, wo ich merke, was ist denn das jetzt für ein subtiler Druck, dann ist das schon. Also ich kann nur empfehlen, der Film startet am 28. November zur Fanpage und Seite kommt hier in der Beschreibung und ich bin total gespannt, wie das Publikum reagiert. Ich habe aber jetzt noch zwei, drei Fragen an Katrin Gebbe persönlich, weg von Tore Tanz. Normalerweise, jetzt bleibe ich im Klischee, macht man ja so Frauenfilme. Mhm. So, wenn man junge Filmregisseurin ist, so mit Frauen, die ihre Seele finden und dann sich treffen mit anderen Frauen, die ihre Seele finden und in der Toskana, keine Ahnung, ich bleibe jetzt wirklich in diesem Klischee. Das ist dieser Film nicht. Liegt es an dir oder hat sich die Zeit wirklich geändert? Also ich glaube, die Zeit hat sich geändert, das stimmt auch, weil es gibt jetzt eine neue Generation an Filmemachern, überhaupt weg von der alten Generation, egal ob männlich oder weiblich. Ich bin ja auch irgendwie aufgewachsen und an die Filmschule gekommen. Es gibt ja auch Leute, die das so unterstützen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich die Einzige bin, bei der das jetzt so ist. Aber warum Frauen diese Klischee benannten Frauenfilme machen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Genauso wenig, wie ich weiß, dass oder warum Männer Filme machen, also sag ich jetzt mal Actionfilme. Ich glaube, dass es bestimmt hilfreich war, dass ich immer ein großes Interesse an der dunklen Seite des Lebens auch hatte. Also mich hat das nicht nur interessiert, wie etwas schön ist und lustig ist und Selbstfindungstrips oder sonst was, sondern ich fand es auch immer spannend, wo kommt denn das andere her und das zu entdecken und Menschen zu treffen. Und ich habe da nicht diese Ängste oder Berührungsängste. Ich finde das eher spannend, mich damit zu beschäftigen. Das ist vielleicht das, weswegen das eher männlich ist, aber ich habe das jetzt nicht aus Kalkül mir überlegt, sondern es ist sogar eher so, dass ich es spannend fand, auch einen männlichen Opfertypus mal zum Beispiel zu zeigen. Da reagieren im Übrigen auch nicht alle Männer gut drauf. Ne? Also ich habe auch einiges da im Netz gelesen, neben diesem gigantischen Hochgelobtwerden.
Ja, ich habe einige Kritiken gelesen. Da sagen die, die Katrin Gebbe ist eine Sadistin, also in diesem Film. Und die macht einen Mann nach dem anderen platt in dem Film. Was sagst du dazu? Ich meine, als Frau ist man das ja eh gewohnt, dass man dauernd platt gemacht wird. Nee, ich glaube tatsächlich, dass wenn man einen Film macht, der provoziert, da muss man sich nicht wundern, dass eben auch die Aggression, die der Zuschauer in dem Moment verspürt, vielleicht, dass der die sofort auch weitergeben will. Das ist ja dieser klassische Sündenbock-Mechanismus, den ich auch im Film beschreibe. Und der trifft dann manchmal auch die Regie. Und da gibt es einige Journalisten, von denen man erwarten möchte, dass sie sich da ein bisschen adäquater verhalten. Aber die können nicht anders, als offensichtlich dann auch wütend zurückzuschlagen und dann zu sagen, diese Frau hat mich verletzt, also muss sie eine Sadistin sein, was sicherlich überhaupt nicht mein Interesse war, sondern es ging mir ja vielmehr darum, einfach nur eine Geschichte, die wirklich passiert ist, dem Zuschauer so zu präsentieren, dass er auf eine andere Art und Weise über genau diese Themen, die mich interessieren, nachdenkt. Und ich finde, das wäre ein bisschen einfach zu sagen, dass ich für 3,5 Jahre an diesem Film gearbeitet habe, nur um diesen Journalisten jetzt zu quälen. Das ist ja sicherlich nicht gesinnt. Ist ein bisschen egozentrisch, ja. Nicht? Aber das ist dann auch typisch Kritiker. Ja. Du bist jetzt immer noch auf Tour und mit dem Film beschäftigt. Gibt es denn ein nächstes Projekt? Ja, gibt es. Ich kann leider noch nicht so viel darüber erzählen, aber auf jeden Fall wieder mit der Produzentin, mit der ich schon an Tore Tanz gearbeitet habe, mit Verena Greffel-Hüft. Und, Never change a winning team. Das hat sie auch gesagt. Ja, du gehst jetzt nicht nach Amerika, hat sie gesagt, und drehst nur noch mit anderen. Nein, und das Tolle ist aber, und das habe ich mir immer schon gewünscht, das sind ja manchmal so abstrakte Wünsche, die dann irgendwie dann doch, und wenn man dann die Chance kriegt, sollte man es auch machen, finde ich. Und es gibt eine ganz tolle Produktionsfirma, Nimbus Film in Dänemark, und auch einen dänischen Autoren. Und ich dachte, es wäre schön, auch mal mit einem Autoren zu arbeiten und auch mal mit einem Mann zu arbeiten. Und ja, das ist jetzt so diese Konstellation, eine richtige Co-Produktion von Anfang an, die wir versuchen jetzt auf die Beine zu stellen. Die Dreharbeiten hier oder in Skandinavien? Wahrscheinlich hier und noch irgendwo in Europa, aber das ist noch gar nicht so genau klar. Genau, wir versuchen gerade auch ein bisschen Geld dafür zu kriegen. Ich hoffe, wenn es soweit ist, werden wir noch mal drüber reden. Ja, gerne. Jetzt kommt aber eine viel fiesere Frage. Eine fiese? Das Problem nach so einem Durchbruch ist, ja, es gibt eine enorme Erwartungshaltung. Ja. Was das geht? Ist schwierig. Es meinte damals die Chefin vom Weltvertrieb, Hengami Panay, zu mir in Cannes. Da hat sie mich gedrückt, umarmt, hat mir alles Gute gewünscht und meinte, Katrin, bleib wie du bist, hör auf dein Herz, du musst nicht nochmal hier hinkommen, mach einfach das, was du machen willst, so als nächstes. Und das ist total schwierig. Ich dachte in dem Moment, ja klar, ist doch überhaupt kein Problem, aber das stimmt nicht. Also es geht gar nicht darum, dass man mit dem nächsten Film nochmal nach Cannes möchte oder so, aber in Amerika beispielsweise, also es reagieren alle Leute so ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, aber da gab es viel so coole Typen, die mehr genreaffin sind, die mir dann auf die Schulter geklopft haben. Mann, ey, du bist so ein toughes Girl. Ich will deine nächsten Projekte unbedingt sehen. Ich werde das weiterverfolgen. Und dann denke ich, was ist, wenn ich jetzt gar nicht so einen toughen Film nochmal mache, sondern vielleicht was so nochmal eine ganz andere Stimme. Skandinavischen Eat, Pray, Love oder so. Yeah. Also Eat, Pray, Love wird es nicht werden. Aber vielleicht wird es ja mal weniger, jetzt mal um nochmal in den Klischees zu sprechen, männlich. Ne? Vielleicht geht es weniger, dass man, also vielleicht auch doch. Ne? Ich glaube schon, dass ich, oder ich spüre immer mehr, was so mein Stil ist und wo ich auch hin will und was mich interessiert. Und dem muss ich jetzt halt auch treu bleiben. Und andererseits gibt es immer Sachen, wovor man gewarnt wird, so mach jetzt nicht zu viel in eine Richtung, sonst kriegst du andere Projekte nicht mehr und so. Das ist alles so absurd. Eigentlich möchte man über sowas gar nicht nachdenken, aber ich spüre schon, dass ich sehr, sehr kritisch mit allem umgehe und das kann gut sein. Das kann aber auch irgendwann die Kreativität natürlich lähmen und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich wieder Freunde an meiner Seite habe, die einfach einen dann auch mittragen und man nicht alleine als Einzelkämpfer, Regisseur da steht, sondern ich sehe das auch vielmehr als eine Kollaboration. Ja. Das ist das, was dich betrifft. Jetzt kommt das, was die Welt betrifft. Glaubst du, es gibt eine Aufgabe, die man als Künstler hat? Also siehst du irgendwo eine Aufgabe, wo du sagst, damit will ich exakt da in der Welt was verändern? Das ist lustig, weil ich gerade Tarkowski lese und der hat auch über das Filmemachen geschrieben und das ist
ich habe mich so in so vielem wiedergefunden, was er geschrieben hat und so viele Gedanken. Und das ist nicht so, dass das jeder Filmemacher jetzt in Deutschland teilt, aber irgendwie, und ich war auch vorher auf einer Kunsthochschule, vielleicht kommt es auch daher, bin ich ein kleiner Idealist und ich bin auch total unzufrieden mit einigen Zuständen und ich glaube nicht unbedingt, dass man mit Filmen jetzt die Welt verändern kann. Aber ich finde schon, dass Kunst immer auch einen Auftrag hat, irgendwas zu reflektieren, Fragen zu stellen. Und Kunst ist nicht eben nur Entertainment und ich sehe Filme auch nicht nur als Entertainment, sondern auch eher als Möglichkeit, auch Kunst auszudrücken, Gefühle, Stimmung, die ich wahrnehme, vielleicht so als Bild weiterzugeben mit den Möglichkeiten, die ich habe. Und ich glaube kaum, dass mich was anderes so interessieren könnte, weil eben auch Wut und Unverständnis ist ein sehr, sehr guter Antrieb bei der kreativen Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Oh Gott, gut. Assoziation was? Was muss ich dann sagen? Was dir sofort einfällt zu dem Begriff? Einen anderen Begriff oder eine ganze Geschichte? Also die Coolen haben dann ein Wort dazu. Okay. Und manche erzählen auch noch eine Zusatzgeschichte dazu. Oh Gott, ja, okay. Drama. Tragödie, würde ich sagen. Theatralik. Bitte weg. Okay. Dritter Begriff. Rosamunde Pilcher. Da möchte ich jetzt niemandem auf den Fuß treten. Okay. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Wir sind beide erkältet. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Aber wir sagen Termine nicht einfach ab. Wir ziehen es durch. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und beim nächsten Projekt. Dankeschön. Dankeschön, bis bald. Ich grüße euch, meine Lieben. Nein, ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Autor und Publizist Christian Nürnberger in Nürnberg. Bis dann.